Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns im Leben trägt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, uns versammeln an diesem Morgen einzutreten in die Danksagung, dass Jesus Christus uns gezeigt hat, dass wir auf festem Grund unser Leben stehen haben, nämlich in seiner Liebe, die ewig ist. Wir wollen sein Erbarmen anrufen. Herr Jesus Christus, auferstanden zum neuen Leben, Herr, erbarme dich. Durch dich erstehen auch wir zum Leben. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Durch dich erlangen wir das Heil. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade schenkst du uns schon auf Erden den Anfang des ewigen Lebens. Stärke dieses Leben, vollende, was du in uns begonnen hast und führe uns hin zu jenem Licht, in dem du selber wohnst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst,
das wird auch im Himmel gelöst sein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben gestern Erstkommunion gefeiert, mit den Kindern dieses Thema gehabt, Jesus, das Licht des Lebens. Und wir dürfen hinfinden zu dieser Erkenntnis. Jesus zeigt uns, dass unsere Zukunft im Licht ist. Er selbst ist aus dem Dunkeln in dieses Licht getreten und hat sich so gezeigt. Seither ist die Welt für uns von einer Hoffnung getragen, die uns keiner mehr nehmen kann. Das ist dieses Fundament, dieser Felsen, auf dem wir stehen dürfen. Dieses Zeugnis derer, die Jesus Christus siegreich sehen haben dürfen. Ja, die Liebe Gottes, sie gibt uns das Leben und sie erhält uns das Leben, auch in allen Dunkelheiten dieser Welt noch. Die Kinder, sie leben in diesem Vertrauen. Wir Erwachsene dürfen durch die Schule Jesu in dieses Vertrauen zurückfinden. Amen. Bringen wir unsere Bitten vor Gott. Zu Jesus Christus, dem Herrn seiner Kirche, lasst uns bitten. Für Papst Franziskus und alle, die zusammen mit ihm die Freude des Evangeliums verkünden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die andere wegen ihres Glaubens verfolgen und bedrängen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die, die auf der Suche nach Gott und einem erfüllten Leben sind. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich den Ruf Jesu in einem geistlichen Dienst der Kirche spüren. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die, die darunter leiden, dass sie den Ansprüchen des Evangeliums nicht gerecht werden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die, die ohne Hoffnung in ihrem Leben sind, weil einschneidende Schicksalsschläge ihr Leben dunkel werden ließen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Bertha Rockenschaub, für verstorbenen Gatten, Vater und Großvater zum Sterbeandenken. Familie Koppler, für verstorbene Verwandtschaft. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, erhöre unser Rufen und lass unser Beten zu dir kommen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen zur Gabenbereitung die dritte Strophe, Seite 29. Du Frau aus den Wolken, von Gott aus ersehen, dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehen, kennst Arbeit und Sorge, um lasset uns beten. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir.
Nimm die Gaben an, die wir dir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Retter und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holz des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken des Lichtes. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit verklärten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesem Felsen wird die Kirche gebaut.
Singen wir zum Dank. Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand auf all unseren Wegen durchs irdische Land. Hilf uns deinen Kindern in Not und Gefahr. Mach allen, die suchen, den Sohn offenbar. Von Gott über Engel und Menschen gestellt, erflieh uns das Heil und den Frieden der Welt. Du Freude, lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns, die wir noch auf Erden leben, deine göttlichen Geheimnisse anvertraut. Lenke unser Sehnen und Verlangen zum Himmel, wo Christus als erster der Menschen bei dir ist. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Wir durften dem Auferstandenen begegnen und ihn uns aufnehmen. Wir sind in der Woche der Dreieinigkeit. Das ist unser Ziel, in diesem Glück des liebenden Gottes für immer zu sein. Lasst uns im Blick darauf leben und das bezeugen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Danke.